Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Galarians Ash. In der letzten Folge haben wir uns den Schlüssel, den Backup-Schlüssel geholt. Und selbstverständlich konnten wir den nicht einfach so am Ort unserer Begierde einsetzen. Selbstverständlich musste uns irgendwas in den Weg kommen. Ich bin jetzt übrigens, falls einer sich wundert, absichtlich nochmal hier, weil ich jetzt spontan nicht weiß, ob hier irgendwas lag. Also ich werde dann natürlich, ja guck mal hier, das ist glaube ich dann wirklich gut, jenes zu haben, denn wir durften in der letzten Folge ja sehen, dass das ganz gut ist, ne, für die Roboter da, die uns über den Weg gelaufen sind, die dann auch vor dem Bosskampf halt kamen, weil der Bosskampf per se ja ansonsten zu einfach wäre. Immerhin, hätte ich ja ohne diesen verkackten Roboterkampf noch mehr gelbe Scheißpillen gehabt und dann wäre er ja auch verreckt. Also das Spiel ist sich schon bewusst, dass es uns zwei Gefahren auf einmal servieren muss, weil das sonst einfach scheiße wäre. Also es ist ja auch so scheiße, aber wie gesagt, manche, es ist ja auch so tatsächlich bei Menschen so, dass manche sich auch nicht damit abfinden können, scheiße zu sein. Manche haben halt wirklich das Bedürfnis, richtig scheiße zu sein, ja. Also wenn man schon scheiße baut, wenn man ein Arschloch ist, hey, warum dann nicht gleich 1000%? Ja, warum denn nicht wirklich alles in der Macht Stehende dafür tun, um dann vielleicht auch der Beste in dem zu sein, was man kann, oder in dem Fall, was man nicht kann. Der Beste im Schlechtsein. Ja, versteht ihr? Von daher muss man auch mal respektieren an der Stelle, dass dieses Spiel sich wirklich Mühe gibt im Scheiße sein. Ja. Ich meine, ich wollte ja eigentlich die Bosskämpfe loben, ne? Aber ja, die waren halt jetzt auch nicht so gut, dass ich jeden doppelt sehen will. Ich meine, Parano, gut. Parano kommt. Von Spider wissen wir, dass er auch noch lebt. Sprich, ja, Frosalau Akbar. Dann wird... Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler hier. Aber ich dachte, da lag vielleicht noch was. Dann wird die gute Nitro wahrscheinlich auch noch kommen. Und ja, wenn die alle so viel fressen wie beim letzten Mal, dann werde ich da wohl auch wieder so meine Probleme haben und bis dahin hoffentlich einen schönen Vorrat an irgendwas gesammelt haben. Wo ist denn jetzt hier diese Stelle da? Ja, wie gesagt, tut mir leid. Das wird dann jetzt natürlich gleich gespeichert werden. Also ein legitimer Spielstand wird hier erstellt werden und dann werde ich, glaube ich, nochmal kurz vor dem Bosskampf, sprich nach den Robotern, ein Save State machen. Ja. Da könnte man sich, wie gesagt, auch hinstellen und sagen, jo, ist ja eigentlich auch irgendwo gecheatet, aber das ist mir ja mittlerweile egal. Ich habe so oft nachgeguckt, weil dieses Spiel unlogisch ist, da, weißt du, es ist wirklich egal. Es ist wirklich nur noch, jo, da ist jetzt dieses Ziel, was ich habe, nämlich es durchzuspielen, und dann hat sich das, also, ja, ne? Nach dem Nitro-Kampf war es dann wirklich, da habe ich das Spiel aufgegeben. Es ist halt wirklich, ne, unbeschreiblich. Okay, so. Ja, gehen wir jetzt mal zurück und speichern. Die Tür. Da kann ich ja jetzt vielleicht doch noch erzählen. Kurz drüber reden. Wie gesagt, ich habe bei Amazon nachgeschaut. Hat, glaube ich, 5 Bewertungen und von den 5 waren 4 mit 5 Sternen und eine mit 4 Sternen. Die eine Rezension, die ich bin fast tot. Die, von... Hätte ich mich da auch eigentlich theoretisch heilen können? Ich komme, glaube ich, nicht zurück ins Hauptquartier, ne? Das ist ja, glaube ich, der einzige Weg. Ja, die eine Rezension, die meinte, jo, das ist voll gruselig und atmosphärisch, die war von
2002, also aktuell, aber wirklich, Leute, selbst im Jahre 2002 kann man sich wirklich nicht hinstellen und das gutheißen. Ich meine, wie alt war ich da? Da war ich 6, 7, da war ich 8 Jahre alt. Und da hatte ich auch schon so einigen Shit durchgespielt. Ich weiß gerade spontan nicht, ob das der richtige Weg ist, aber ich meine, dann kann ich die Gegner resorten. Ich glaube, das ist der andere Hangar, ne? Ja, ich habe mal vor ein paar Stunden, oder war das bevor ich schlafen gegangen bin? Ich habe auf jeden Fall vor der Aufnahme jetzt hier nochmal nachgeschaut, was denn so 2002 rauskam. Ich werde euch dann, wenn wir da am Ende gespielt sind, im Fazit dann nochmal eine ordentliche Liste zusammenstellen aus Spielen, die ich tatsächlich kenne, die ich gespielt habe. Und spontan, ja, sei sowas gesagt wie Parappa the Rapper 2, Metal Gear Solid 2, Grandia 2, ja. Ich meine, allein diese drei Spiele, die sprechen schon für sich. Jetzt kann man sich natürlich hinstellen und sagen, jo, okay, die Spiele kamen alle 2002 raus. Das heißt, die wussten nichts voneinander. Das bedeutet, sprich, man kann sich natürlich nichts zum Vorbild nehmen, was parallel geschaffen wurde. Das macht natürlich Sinn. Sprich, ich sollte eigentlich Spiele nennen, die 2002, 2000 rauskamen. Okay, aber ich meine ja nur, wenn du wirklich, wenn du das jetzt trotzdem irgendwie von Freunden, Bekannten oder so, keine Ahnung, wenn du wirklich die Alternative hast, wenn du diese, ach, hier ist es ja schon. Okay, ja, dann, ja, man kommt nicht wirklich dann nochmal hoch. Mal schauen, ob ich das jetzt hier irgendwie hinkriege. Ich glaube eher so nicht. Da kommt man nicht wirklich. Oh, wobei, warte mal, gab es hier vielleicht Pillen? Ich meine, irgendwo gab es doch noch eine gelbe, oder war das die schon, die ich schon eingesammelt habe? Wenn du jetzt wirklich die Wahl hast zwischen Parappa the Rapper 2, Metal Gear Solid 2, Grandia 2, du, ich glaube, da wäre wirklich dem die ganze Zeit Schaden, ne? Da wäre halt wirklich alles andere besser. Ich meine, mit Parappa the Rapper. Ich bin jetzt schon wieder überhaupt nicht zufrieden hier mit diesem Schaden. Aber ich meine, was genau soll ich auch. Was genau soll ich hier tun? Was erwartet ihr von mir, wenn ihr nicht synchron schießt oder so? Oh, okay. Die gelbe, die ist gut. Die ist random, aber sie ist gut. Gutes Random. Parappa the Rapper 2, der Story-Modus. Oh, warte. Kann ich euch damit penetrieren? Oh, okay, das sollte ich mir merken. Dann kann ich das beim nächsten Mal vielleicht sogar nutzen. Ja, ich glaube, ich mache hier doch keinen Save-State. Das ist einfach nicht optimal. Parappa the Rapper 2 an sich geht ja storytechnisch. Weiß nicht. Allerhöchstens 2 Stunden, wenn überhaupt. Also, ja, das ist jetzt auch nicht so viel, aber da hast du dann eben halt noch diesen Art Multiplayer-Modus. Das war, glaube ich, zu spät, oder? Ne. Also du kannst ja diese Lieder. Diese Lieder sind unglaublich gut. Nicht so gut wie der erste, aber versteht ihr? Du hast dann zwar ein Spiel, was nur 2 Stunden geht, aber diese 2 Stunden sind halt. Wow. Sind halt so knackig und cool, dass du dann vielleicht auch nochmal 2 Stunden investierst und nochmal 2 Stunden, weil das eben halt so gut ist. Also, selbst mit diesem Spiel ist man da wirklich besser dran. Ist jetzt natürlich ein anderes Genre. Aber ja, und ansonsten, ey, Metal Gear Solid 2, holy fucking shit. Grandia 2. Ja, Hammer Spiele. Spontan würde ich sagen, dass die Grafik bei Grandia 2 jetzt vielleicht nicht ganz so gut ist. Also das wäre jetzt hier auch noch ein. Wieder zu spät. Ein Punkt, den ich loben würde an diesem Spiel. Die Grafik ist echt gut. Aber nur so in puncto Charakterdesign. Also ich meine, dieses Graue sieht natürlich auch toll aus, aber da fehlt es dann eben halt an der Abwechslung. Also sprich, du siehst etwas, das sieht gut aus, aber man sollte sich dann nicht
auf dieses eine Design ausruhen. Also wenn du 30 Mal dasselbe siehst, ist es dann auch irgendwann öde. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Aber naja, wieso... Ach Gott, wieso gebe ich jetzt schon Fazit ab? Ja, hey, dieser Bosskampf, was soll ich dazu sagen? Lul. Was noch? Also die Liste ist echt entlang... Ja, geht ja Vice City. Also ganz ehrlich, Leute, wenn ihr die Wahl habt zwischen Galarians Ash und GTA Vice City, sorry, aber GTA Vice City sah, glaube ich, auch nicht so gut aus, aber es hat ja, shit, ich dachte, du machst jetzt immer Blitze, es hat ja unglaublich so viel zu bieten, da habe ich ja bestimmt auch 400, 500 Stunden investiert. So, ich muss doch eigentlich wie am Anfang. Nur halt ausweichen, aber ich glaube, ja, der hat hier seine Drehung minimal geändert, ja, dass ich da quasi zweimal rollen muss irgendwie. Habe ich denn noch eine Pille? Nö. Ich glaube, ich bin jetzt auch, nee, da konnte ich nochmal ausweichen. Okay, da wollte er gerade seinen Blitz einsetzen und warte. Rollen! Ja, er hat sein... Da war das Problem, dass ich zu nah am Rand war. Okay. Verstehe jetzt nicht unbedingt, wieso das jetzt das Ding ist, was jetzt noch minimal geändert werden musste. Oder vielleicht kommt es mir ja nur so vor, ich weiß nicht. Ich würde jetzt aber schon behaupten, dass der beim ersten Mal hat er die Drehung nicht irgendwie verändert. Ja, aber, ne? Wahnsinn. Östliche Unterführung. Das war in Ordnung. Ich glaube, ich kann jetzt... Warte mal, wo war das jetzt? War das da? Ich glaube schon, oder? Ja. Genau, ich kann das ja glücklicherweise mit meinem Schild provozieren. Wobei ich jetzt spontan nicht weiß, ob die Pillen dann... Ich meine, nachdem wir die Roboter besiegt haben, kommt ja diese Zwischensequenz. Und wenn die dann was fallen lassen, kann es ja sein, dass die Pillen verschwinden. Eben habe ich ja zufälligerweise eine gelbe bekommen. Das war ja schon... Alter, das war ja schon nicht schlecht, ha? Zumal die ja auch gerade nicht auf einem Fleck stehen. Ich weiß nicht, ob das so gut hier ist. Aber ich werde es mal versuchen, ha? Ja, guck mal, die stehen so weit voneinander weg. Na gut. Dann setze ich jetzt mal hier das Schild ein. Und gehe dann aggro. Ich glaube, ich nehme Schaden. Glaube ich. Minimal. So. Naja, klar, im Endeffekt nehme ich hier auch Schaden, weil ich an dem Zustand bleibe. Aber ich glaube, der ist jetzt nicht so groß, wie wenn ich jetzt normal gegen die kämpfen würde. Zack. Und zack, okay. So, hoffentlich. Nee. Ja, es ist jetzt so die Frage, ob die Pillen jetzt dann noch da sind. Ich traue dem Spiel nicht zu. Oh, doch. Oh, okay. Wobei, ist das... Ja. Ja, okay. Oh, guck mal, hier ist die gelbe. Also ist das vielleicht nicht random? Oh, der Blitz, der Blitz! Die habe ich leider nicht mehr bekommen. Aber okay. So. Oh, fuck. Ja, da war ich leider mit dem Wechseln beschäftigt. Ja, das ist in Ordnung. Oh. Oder auch nicht, weil wieso mir auch die Möglichkeit geben... Ich versuch's trotzdem, ne? Wieso mir denn die Möglichkeit geben, zwischen den Sprüngen Schaden zu machen? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Ich weiß auch nicht, was ich mir manchmal einbilde.
was ich mir so erdreiste, so als Spieler, der ein faires Spiel spielen will. Also mit Kontern und Ausweichen, weil ich wurde ja nicht wirklich in guten Spielen, wie sag ich mal God of War oder so. Ich glaube, das kann man. Kann das nicht auch irgendwie in den Dreh aus oder vielleicht sogar ein bisschen später? Da wurde man ja so fürs Blocken und Ausweichen belohnt, ne? Aber ich meine, das sind ja auch gute Spiele. Hier ist ja auch eher so das Ziel, den Spieler abzufacken. Wie ich ja bereits gesagt habe, dieses Spiel möchte ja tatsächlich gehasst werden. Also von daher würde ich sagen, gut, dann gebe ich dir einen Keks dafür. Hast du das auch wieder richtig getan? Das hier ist auch ein Witz, Mann. Das ist eigentlich wirklich ein Witz, aber dafür ist die zweite Phase auch umso nerviger. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich den behindert finde? Ich finde auch seine Stimme behindert. Also Charakterdesign, okay, aber auch so von der Stimme her. So ein bisschen verkackt. Ich nehme den nicht ernst. Ich nehme den wirklich nicht ernst. Also, man könnte ja sagen, jo, die Stimme ist so... Ich muss mich in der Mitte halten. Ich halte mich nicht in der Mitte. Die Stimme passt minimal zu seinem kranken Ich und so, aber nee, das klingt nicht nach einem Kranken, der jemand, der den Leuten die Augen ausschneidet. Das klingt einfach nach einem komplett behinderten. Ja, das ist so dieses Problem, dass ich ja, dadurch, dass ich ihn anvisiere, verliere ich so ein bisschen den Bezug zu meinem Umfeld. Das klingt gut, ja. Tut mir leid, ich habe alle meine Freunde und meine Familie verloren, weil ich ihn anvisiert habe. Nein, aber so, das ist so mein Fehler, sage ich jetzt mal. Dass ich da mich halt nicht mittig halte, okay. Okay, gut. Daran kann man schätzungsweise noch... Das heißt, kann man... Muss man auch schätzungsweise arbeiten. Ich bin ja glücklicherweise jetzt immer noch so ein bisschen... Was erlabe ich? Ich wollte gerade sagen, Mega Man abgehakt. Gott, Mega Man ist ein gutes Spiel. Da bei den Robotern weiß man, dass man dann was falsch macht. Und hier ist es einfach nur lächerlich. Ach Gott. Mann, das ist alles so dumm. So... Dumm, ey. So behindert. Ich glaube, ich werde jetzt hier mal... Wobei, kann ich auch nicht machen. Ich wollte mich hier schon mal vorsichtshalber ein bisschen aufladen, aber... das geht ja gar nicht, weil da ja auch Gegner sind. Die können ja auch schießen. Wahrscheinlich noch besser als die Roboter. Von daher machen wir das mal wieder hier. Und wenn das jetzt so halbwegs funktioniert, so wie eben halt... Ja, ich glaube, es ist halt gut, dass ich hier Schild Level 2 habe, ne? Und dadurch bin ich ja quasi komplett geschützt. Ja, ich werde dann hier mal so ein fucking Self-State machen, ha? Jede Sekunde, die ich sparen kann, ist eine wertvolle Sekunde für mich und euch. So, ich glaube, diesmal warte ich vielleicht die eine Sekunde, damit ich euch schön abfarmen kann. Also wenn ich jetzt wieder hier meine gelbe kriege, ist das echt nicht random. Das würde ich echt gut finden. Steht leider ein bisschen weit weg hier. Und dann läuft er auch noch provokant zurück und wird auch noch zurückgestoßen von mir. Warum? Warum? Okay, die letzte Pille müsste eine gelbe sein, ha? Huh? Wenn ich jetzt keine gelbe kriege, dann mache ich keinen Self-Stat. So. Hallo? Ja, es ist doch random. Herzlichen Glückwunsch. Ja, sorry, dass ich das jetzt wieder sagen muss, aber... Happy Holocaust, ne? Das hat mich auch dieses Spiel dazu gebracht, jenes Wort in den Mund zu nehmen. Mann. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt auch scheiße. Ich werde jetzt mal ordentlich scheißen gehen. Nein, aber schon wieder.
Ich denke die ganze Zeit der... Ja, nee, das ist nicht die zweite Phase. So. Ja, ich versuche mich dann wirklich mal jetzt mittig zu halten. Aus unbekannten Gründen konnte ich ihn gerade wieder nicht anvisieren. Das ist halt so die Sache. Man will ihn ja schon irgendwie im Auge behalten, ne? Ich meine, wenn du seine zweite Phase im Rücken hast, dann ist auch Game Over. Eiskalt. Du möchte gern One Piece Vorreiter. Zack. Dann könnte man sich das nicht auch irgendwie zum... Das ist eigentlich mein Handy schon geklingelt. Ne, aber eine Minute natürlich. Scheiße, ich hab's schon wieder getan. Immer diese Vorsätze, die man dann nicht einhält. Aber immerhin, es ist immer wieder eine Bestätigung dafür, dass ich doch ein gutes Zeitgefühl habe. Ja, könnte man das nicht irgendwie so ausnutzen? Ich meine, man hat es ja gesehen, dadurch, dass ich an der Ecke bin, konnte er seine Drehung nicht richtig machen. Aber das müsste man doch dann eigentlich auch zu seinem Vorteil nutzen können. Was, wenn der da an der Ecke kuschelt, aber er greift dich ja an. Also es macht keinen Sinn. So, jetzt kriegt das Handy. Herzlichen Glückwunsch. Schaut euch das an. Aber ich habe mir mal jetzt komplett... Ja. Er kann dich mit einer Drehung komplett umnieten, hä? Ich habe jetzt versucht, mich darauf zu konzentrieren, in der Mitte zu bleiben. Und was habe ich davon? Bin tot. Jo, ich gebe mir jetzt mal wieder den Let's Player, der ja das Spiel sowieso bestimmt schon 500 Mal durchgespielt hat, weil er offensichtlich keine anderen Hobbys hat. Schauen, wie der das so gemacht hat. Und dann, ja, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder bei mehr Spannung, mit Fiebrigkeiten, Action, bei den ganzen tollen Sachen, die man dann eben so empfindet. Bei tollen Spielen, so Glück und Freude und so. Das werden wir dann alles in der nächsten Folge schätzungsweise auch wieder nicht erleben. 6 Stunden 22. So lange haben wir schon unsere Zeit hier verschwendet. Ja, ich verstehe es nicht. Warum nochmal gegen Paranor? Ja, bis zum nächsten Mal. Ich glaube, ganz ehrlich, ich habe schon fast Bock, wirklich mal mich durchzuklicken und zu schauen, was da noch alles kommt. Aber, ja, nee. Nee. Ich werde es nicht machen, keine Sorge, aber... Ja, bis zum nächsten Mal. See ya.